Gestern ist jetzt. Auf der Suche nach der Familiengeschichte in der NS-Zeit. Drei Fragen, drei Antworten. Heute mit Marin Haying, Historikerin an der Fernuniversität Hagen. Du beschäftigst dich vor allem mit Widerstand von Frauen in der NS-Zeit. Warum weiß man darüber so wenig? Frauengeschichte ist weiterhin ein Feld, was noch sehr, sehr, sehr viel Forschung in sich birgt. Wir haben eine Entwicklung der Frauen- und dann der Geschlechtergeschichte im deutschen Sprachraum erst seit den 1970er Jahren. Und seitdem sind auch Frauen im Widerstand erst ein Thema. Und neben dem Fakt, dass wir noch sehr viel Frauengeschichte erzählen müssen, weil es so viele Geschichten zu erzählen gibt, ist es auch so, dass weiterhin die Geschichten erzählt werden von den Dingen, die sichtbar sind. Und der Widerstand von Frauen war zum Teil eben sehr viel unsichtbarer. Beispielsweise, wenn sie Flugblätter geschmuggelt haben in Kinderwägen, wenn sie sich vermeintlich zum Spazierengehen getroffen haben, um sich aber auszutauschen. Das sind Dinge, die nicht sichtbar waren. Was auch nicht sichtbar war, war das Verstecken von jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, was sehr, sehr viel Arbeit gekostet hat, aber eben nicht sichtbar, weil in die Wohnung, in der die Frau oder der Mann versteckt wurde, keiner reinkam und niemand sehen konnte, wie sich dort um eine andere Person gekümmert wird. Das sind aber alles Formen des Widerstandes. Und dadurch, dass er nicht so sichtbar wurde, wurde er auch nicht so stark historisch aufgearbeitet. Und ein anderer Punkt, der dazu kommt, und dazu hat Florence Hervé beispielsweise auch sehr intensiv gearbeitet, ist der Fakt, dass Frauen, wenn sie widerständig waren, das nicht stark herausgestellt haben, dass sie immer wieder betont haben, naja, ich habe das doch nur gemacht, weil es menschlich ist, alle Personen hätten so gehandelt. Und ihr wichtiges, widerständiges Verhalten gar nicht als solches in den Fokus gestellt haben nach 45. Und deswegen ist es auch schwieriger, sich diesen Geschichten zu nähern und diese Frauen zu entdecken und ihre Geschichten zu erzählen. Wie genau sah der kommunistische Widerstand im Nationalsozialismus aus? Widerstand allgemein während des Nationalsozialismus war sehr, sehr kompliziert in Deutschland, war nahezu unmöglich, da die Repressionen einfach unglaublich stark waren. Die Denunziationsbereitschaft war auch sehr hoch. Es mussten also die Leute ganz stark darauf achten, mit wem sie wann wo sprachen, was sie taten, damit sie eben nicht auffielen, nicht als Kommunisten oder Kommunistinnen, nicht als Personen anderer Religionen. Oder eben als Gewerkschafter oder Gewerkschafterin. Also die Repressionen waren sehr stark, deswegen gab es eben auch vor allem Widerstand im Untergrund, beziehungsweise eben kaum sichtbaren. Es gab eben auch die Formen von sichtbarem Widerstand, die wir kennen, Elsa Stauffenberg, die Großen, die versucht haben, da Attentate zu vollbringen. Aber der kommunistische Widerstand bestand zum Beispiel auch darin, Flugblätter zu verteilen, andere Menschen aufzuklären, auf Toiletten Flugblätter hinzulegen, damit andere sie sehen, also sich auszutauschen, miteinander zu interagieren und eben gemeinsam für eine neue Welt zu kämpfen. Und das waren zum Teil Dinge, die einfach nicht sichtbar waren. Also nicht sichtbar für die Nationalsozialisten, aber schon für die Personen, die im Widerstand waren. In anderen Ländern war das zum Teil anders, aber eben für den deutschen Raum ist es vor allem ein nach außen hin kaum sichtbarer Widerstand. Wie muss man seine Recherche beginnen, wenn man mehr über seine kommunistischen Großeltern im Nationalsozialismus herausfinden möchte? Wenn ich mehr über die Vergangenheit kommunistischer Großeltern oder vielleicht sogar kommunistischer Eltern wissen möchte, würde ich zunächst auf jeden Fall im VVN-Archiv anfangen zu recherchieren und dort anzufragen, ob die Personen, die dort aktiv sind, vielleicht mehr wissen zu meinen Großeltern oder Eltern. Im Anschluss würde ich mich auf jeden Fall an die lokalen Mahn- und Gedenkstätten wenden. In den verschiedenen Städten sind ja immer Orte, die eben an den Nationalsozialismus erinnern. Dort gibt es sehr große und umfassende Archive, wo eben auch immer weiter noch daran gearbeitet wird, die Ereignisse aufzuklären bzw. eben zu erinnern, zu mahnen. Und die kennen sich auf jeden Fall sehr gut aus mit den lokalen Gegebenheiten. Die wissen, was für Strukturen es gab, wie und wo widerständige Menschen aktiv waren. Da würde ich mich dann als nächstes dran wenden, um dann eben zu eruieren, ja, wie war das denn eigentlich damals und gibt es vielleicht noch Informationen zu meinen Verwandten. Zudem gibt es auch noch das Hans-Litten-Archiv in Göttingen, das sich stärker mit der Geschichte der ArbeiterInnenbewegung beschäftigt. Dort kann es auch sein, dass dort einige gute Quellen liegen.
Und zu guter Letzt macht es natürlich auch Sinn, sich an die städtischen Archive zu wenden, Stadtarchiv oder auch an die kommunalen Archive, Landesarchive. Aber ich würde erstmal im Kleinen beginnen mit dem VVN-Archiv, was auch einfach mit sehr viel Liebe und Sorgfalt gepflegt wird, wo auf jeden Fall auch mit einem sehr großen und freudigen Ohr immer neue Geschichten gerne gesammelt werden und dann mit der Suche weiter starten in den anderen Archiven.